einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen, die sind einzigartig hier. Der Rasen, super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlaufe dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Ja, das gibt Freistoß. Ja, was für ein Beginn. Ein Freistoß in einer aussichtsreichen Situation und das schon in den ersten Minuten. Rodrigo will hier scheinbar unter Beweis stellen, dass er mehr kann als nur Tore schießen. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Rodrigo. Versucht ihn da zu klären. Einfach mal Langholz. Rodrigo. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Er passt ihn rein. Da ist die Chance. Und Tor! Fantastisch! Fantastischer Abschluss mit einem herrlichen Volleyschuss. Grandioser Abschluss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diesen Treffer in diesem Jahr noch in vielen, vielen Rückblicken sehen werden. Nutze die... Oh, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Das also wäre geschafft. Die Partie ist wieder völlig offen. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend, besser geht's nicht. Damit geht's nicht. Das könnte was werden. Und durch die Mitte. Morata. Steht exzellent. Das gibt Einwurf. Jetzt die Chance. Ab auf die linke Seite. Und der Konter läuft. Was der für einen Druck auf der linken Seite entwickelt. Spinazzola hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Spinazzola tritt das Gaspedal links außen aber mal richtig durch. Thiago. Die Hälfte des ersten Durchganges ist vorbei. Mir gefällt das bislang, was ich hier sehe. Rodrigo. Hier ist Morata. Sucht die Schnitt, die Chance. Da macht er es sich selbst eigentlich zu schwer. Ja, auf diese Idee kannst du mit einer gewissen Spielintelligenz schon mal kommen, aber du solltest das dann etwas kunstvoller ausführen. Damit. Ganz fein gespielt. Den hat er. Rodrigo. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Bei so einem Angebot kann er doch nicht Nein sagen. Also Kompliment an den Stürmer, der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern, das ist ja abenteuerlich.
Das ist die Führung. Normalerweise gibt dir eine Führung Sicherheit und normalerweise verunsichert ein Rückstand den Gegner. Hier war es merkwürdigerweise genau andersrum. An Freund und Feind vorbei. Der Ball ist zu lang. Ab in Richtung Tor. So unkontrolliert. Der Ball ist nicht im Tor, aber es war zumindest mal ein Abschluss. Davon hat es ja bisher nicht so viele gegeben. Nainggolan. Morata. Er trifft ihn. Jetzt ist er drin. Jetzt liegen sie mit 2 Toren vorn. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi? Einen mit seinen Qualitäten darf man so nicht freistehen lassen. Wenn der Pass dann so stark kommt wie in dieser Situation, dann ist der Rest vorprogrammiert. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Der Start in die zweite Hälfte. Jetzt müssen sie natürlich auf den frühen Anschlusstreffer drängen. Anders geht's nicht. Und dann könnte der Gegner vielleicht nervös werden. Wieder. Perisic. Florenzi. Mit viel Gefühl. Canales, Danilo Pereira, Rodrigo, Florenzi, guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Und die Kontergelegenheit. Ah, dieses Balltreiben, das gefällt mir, was er wohl als nächstes vorhat. Rodrigo mit einer guten Leistung bis hierhin. Er hat dem Spiel bereits eine entscheidende Richtung gegeben. Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von defensiver Arbeit haben die noch nicht viel gehört. Definitiv. Und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte, wenn sie vorne bleiben. Die sind natürlich frisch, wenn der Konter gefahren wird. Aber in der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Das ist Rodrigo. Findet er ihn? Das sieht gut aus. Canales. Das gibt Eckball.
haut ihn raus. Versalko. Perisic. Ein herrliches Zusammenspiel. Der Ball ist, er schießt. Spinazzola. Da ist die Chance. Ui, das ist nicht. Jetzt aber. Und noch eins. Sie liegen mit 3 Treffern vorn. Und das ist es doch wohl schon gewesen, oder etwa nicht? Und diese Einladung konnten sie natürlich nicht ausschlagen. Da steht er völlig frei und der Pass kommt perfekt. Sie haben es ihnen leicht gemacht und sie haben das Tor. Nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen, mit Bravour erzielt. Beide Teams wechseln. Inzwischen ist es eine 3-Tore-Führung. Vrsaljko. Und dann ist Endstation bei Spinazzola. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ein Lupfer, ja, warum denn nicht? Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Rot. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Marco Rot! Oh, da muss der Keeper aber alles zeigen. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance. Und dann vergibt er sie fahrlässig hochziehen. Ball ist draußen, Einwurf. Spiel geht weiter mit Einwurf. Gefährlich, wenn er den kriegt. Morata. Joaquin. Vrsaljko. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Morata. Macht er den? Morata. Morata. Hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Da hat er den Überblick behalten. Ein sauberer Ball. Morata. Ein Fußballkünstler. Und die Schuss gefährlich. Der war daneben und der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Der Kampfgeist der gegnerischen Mannschaft hat sich hier bezahlt gemacht. Der Wille zum Sieg war bei den Jungs einfach größer. So, Hansi, deine Einschätzung zur Partie. Das Ergebnis lügt nicht. Sie haben heute kein gutes Spiel gemacht. Das war unsere Übertragung heute Abend. Mein Dank geht an Hansi Küpper. Ich danke dir, Marco.